Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Starlink. Und wir haben uns heute hier zusammen gefunden, wollte ich gerade sagen, nein. Wir wollen auf jeden Fall heute versuchen auf 100% zu kommen. Ob es nicht über heute schafft, aber die nächsten 2-3 Folgen. Das heißt, wir müssen erstmal den... Ups, der Prime musste direkt hier in der Nähe sein bei uns. Da ist er schon. Den werden wir jetzt erstmal kalt machen. Ganz wichtig. Da ist er schon. Perfekt für uns. Den machen wir kurz. Das ist auch nur ein Dreier-Prime. Das ist auch nicht so. Ist so. Also, hallo. So, was mag er nicht haben. Macht aber nichts. Wir müssen ihn auf jeden Fall einmal killen, denn der nervt sowas von. So, mach das Maul auf. Wir holen die von oben dazu. Unsere Helfer, damit wir schön draufhauen können. So, jetzt kommt seine coole Flucht mal wieder. Ups, da haben wir uns getroffen. War nicht schlimm. So, fliegen wir hinterher. Suchen sich natürlich wieder den nächsten Standort, wo ein Turm ist. Wird den Turm zerstören und sich Energie aufladen. Soll er machen. Wir müssen ihn killen, denn wir wollen, ich kann es kurz mal zeigen, wir wollen den hier zerstören. Genau, den zerstören wir jetzt. Und dann fliegen wir schnell rüber und zerstören den hier, denn hier sehe ich, in 20 Minuten landet da schon wieder einer. Und wenn wir den zerstören, also den können wir schon mal zerstören, wenn wir den jetzt auch noch zerstören hier, den Prime, dann sind wir das glücklich, dann können wir nämlich den Dreadnought besiegen. Das machen wir heute. Jetzt bin ich auf dem falschen Planeten, sieht man gerade. Ist aber nicht schlimm, dann machen wir den auch schon mal kurz weg. Ist ja nicht verkehrt. Wir nerven ja sowieso nur. Muss uns nur beeilen, denn in 22 Minuten, wie gesagt, landet der andere Prime schon wieder. Und dann muss man erst den wieder zerstören, bevor man den Dreadnought angreifen kann. Das ist schon sehr, sehr nervig. So, um die Mods kümmern wir uns heute schon auch nochmal. Wir werden mal reingucken, wie wir unsere Gleiter und Flugzeuge, also Raumschiffe, verbessern können. So, wie man sieht, holt er sich jetzt da Energie. Super gut, dass er sich hier holt. Hier sind keine Gegner. Und wir können drum rumfliegen und diese orangen Dinger da abschießen. So. Wir müssen aber in Bewegung bleiben, denn er schießt gleich ein paar Hitzedinger. Da. Oh, schnell weg. Ach, ist getroffen. Ihr achtet mal drauf, links auf eure Turboleiste, dass die mal gefüllt ist, damit ihr auch schnell aus diesen heiklen Situationen rauskommen könnt. So, unsere Starfront Patrol hier, also unser Special, ist auch schon wieder aufgeladen, was sehr gut ist. Oh. So, zerstört. Der eine hier. So, jetzt macht er seine Unterseite frei. Und wir holen von oben und dann schießen wir alle drauf. Einfach dann über den schnell weg. Oh, schnell weg. Bevor die Druckwelle kommt. Boah, haben wir Glück gehabt gerade. So. Okay, dann wollen wir mal hochgehen in die Luft. Wir versuchen ihn hier zu killen jetzt. Und dann. Ein bisschen ausweichen. Und wenn er uns trifft, dann landen wir auf dem Boden und dann sind wir auch ganz schnell platt. Deswegen. So, das war's. Eigentlich recht simpel, die Primes zu besiegen. Also es ist jetzt wirklich keine Kunst mehr. Den ersten Prime, da hat man schon so ein bisschen länger gebraucht. Aber wie ihr seht, ist der Prime erstmal weg. Haben wir natürlich sehr weit zurückgedrängt alles. Und. Oh. Scheiße. Ui. So. Wollen wir einen Kern noch haben? Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Uns raus. Ja, zack. So, den müssen wir jetzt natürlich auch irgendwo abgeben. Irgendwas, das in der Nähe ist hier. Tut sich eigentlich nichts. Nehmen wir den hier. So, da fliegen wir schnell hin. Müssen wir auf jeden Fall abgeben. Und dann müssen wir gleich zum anderen Planeten flattern. Das Dumme ist natürlich, mit dem Kern können wir nicht schweben, also höher fliegen. Können wir die Triebwerke halt nicht benutzen. Ist dann so. Aber ist auch nicht so weiter schlimm. So, es ist immer gut, wenn der Prime natürlich sehr niedrig ist. Kann man natürlich noch schneller besiegen. Ups. Zack. So, schnell abgeben das Scheißteil. Wenn der Turm hier, das Observatorium noch nicht ausgebaut ist, dann als Tipp,
gibt immer den Kern ab, dann wird automatisch eine nächste Stufe ausgebaut. Ach mal, guck mal. Was immer die vorhaben, es kann nicht gut sein. Wir sollten sie aufhalten, solange es geht. Sprengerschwarm neutralisiert. Also ihr könnt den Kern. Ich kann es mal kurz zeigen. Ihr könnt jetzt natürlich das Objekt abliefern. Und dann würde sie, wenn der Außenposten jetzt nicht schon vervollständigt wäre, könnte man natürlich damit das alles verbessern. Also beziehungsweise um eine Stufe verbessern, das Observatorium. Oder meistens sogar, glaube ich, um zwei. Das kommt immer drauf an. So, wir müssen aber kurz durch die Sternkarte gucken. Aber das haben wir jetzt alles oben, jetzt müssen wir uns beeilen. Ihr seht, es ist hier schon runtergegangen. Gerade eben war stand da noch 30. Jetzt müssen wir hier ganz schnell hin, zu dem Punkt. Den markieren wir. Wir fliegen schon mal nach Himmel, in den Himmel. Und wenn wir den erstmal weg haben, dann können wir zum Dreadnought. Und das machen wir auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf, da ein bisschen rum zu zerstören. So, wie ihr seht, es ist super weit weg, aber wir haben ja die Schnellreisefunktion und deswegen fliegen wir so rein. Zack! Sehr, sehr praktisch. Schnellreise, also man hat auch keinen Bock, immer zu fliegen. Geht am Anfang natürlich nicht, ihr müsst den Planeten erst entdeckt haben, aber wir haben ja auch schon fast alle Planeten, beziehungsweise ich glaube, wir haben alle. Deswegen kann es das egal sein. So, hier passiert gerade gar nichts. So, mal runter zum Planeten fliegen schnell, damit wir das auch kriegen. 79% oben. Ist gut. So, komm runter da. So, da wir so viele Leute schon haben, wissen wir, ob der Prime direkt ist. So, gucken wir auf die Sternkarte, wo der Prime hier rumläuft. Da ist das hässliche Viech. Gehen wir gleich wieder direkt hin. So, das ist da hinten. Da hinfliegen. Ihr müsst die Triebwerke gar nicht ausmachen, auf dem Boden landen. Ihr könnt auch hier oben weiterfliegen. Geht erstmal ein bisschen, na nicht unbedingt schneller, aber ist angenehmer, weil die Gegner euch nicht sehen unten, wenn ihr oben rumflattert. So, ich hoffe, ihr habt euch schon mal die Version gekauft, denn die ist ja wirklich günstig gewesen am Wochenende. 24 Euro für dieses Spiel hier mit 5, also ja, wie gesagt, mit 5 Flugzeugen und allem. So, da ist der Prime. Ich hab schon die Musik. Er ist aber direkt bei so einem Turm, das ist natürlich immer ein bisschen blöde. Aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Wir müssen ihn auf jeden Fall holen. Er baut hier mich gerade alles auf. So, wir machen es. Wir versuchen es trotzdem mal. Warnung. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Doch. Das sind die Gegner natürlich auch immer umbringen hier. So, wir müssen schon aufpassen. Wir sind ein bisschen, wie ich sehe, wir sind nicht ganz so fresh gerade. So. Wir haben dann keine so starken Gegner dabei. So, der ist auch weg. Jetzt können wir uns um Prime kümmern. Und wir treffen jetzt. Gut. Also das gleiche Spiel wie gerade eben. Mit Peppy und den ganzen von oben schießen. Kurz zur Seite gehen. So, jetzt haut er wieder ab. Wir laufen wieder hinterher, wie immer. Wir können nicht viel machen, das ist leider so. Aber ist doch nicht weiter schlimm. Annäherungsalarm. Energiewerte niedrig. Extraktor entdeckt. Er ist ein einzelnes Glied in der Kette. So. Wenn du den zerstörst, finden wir den nächsten. Der Extraktor ist verwundbar. Auf die Hauptstruktur zielen. Ja, das ist natürlich jetzt Quatsch. Der ist natürlich nicht verwundbar. Warum er das gesagt hat, weiß ich auch nicht. Ich laufe jetzt mit dem Prime hinterher und der wird den nächsten Extractor nämlich suchen oder beziehungsweise eine Stelle, wo er Energie ziehen kann. So wie beim letzten Mal, hinten sehe ich das schon. Da steht sogar ein Extractor, oder? Ja, aber der ist schon zerstört. Den soll er ruhig da ziehen. Das stört uns nicht. So, jetzt machen wir die gleiche Chose wie gerade eben. Warten wieder ein bisschen. So. Denkt an eure Power immer, dass ihr immer wieder ausweichen könnt, wenn er, wenn er den Boden anvisiert. Oh, jetzt haben wir natürlich auch nicht aufgepasst. Das ist auch ein bisschen blöd, weil der Boden hier auch rot ist. So. Sie ist ungeschützt. Wir haben natürlich keine. Keine, leider kein Patty, die uns helfen kann. Wir versuchen das mal zu schaffen mit unserem eigenen Schuss.
Ich hoffe, es klappt. Ja, jetzt schnell weg hier. Oh, das ist eine enge Kiste. Aber wir haben es geschafft. Spectre-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Oben müssen in die Luft. Und schon noch mehr hin. Achte auf seinen Zielerfassungslaser. Den musst du ausweichen. Oh, scheiße, das war dumm. Ich muss nach oben fliegen. Boah. Hab ich nicht drauf geachtet. So, das war's schon. Das war auch ein 3er Prime. Bei dem 4er Prime sind ein bisschen schwieriger. Nicht viel, weil die noch eine andere Evolutionsstufe sozusagen haben. Aber das ist nicht schlimm. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir kommen gleich hoch zu Paco. So, holen wir uns den Kern noch hier. Da oben. So, gucken wir mal, wo wir hin können. Das ist die nächste, da ist schon die nächste Basis. Gehen wir direkt hin. Sehr gut, also jetzt haben wir oben freie Bahn für die Dreadnought. Annäherungsalarm. Gallenbombe in der Nähe. Wir haben auf jeden Fall Analyse. Killen. Diese Einheit absorbiert Energie und explodiert beim Aufprall. So, gucken wir mal, haben wir den komplett ausgerüstet? Oh, Salek. Ja, ist leider. Stets ein Vergnügen. Gehen wir nur ab. Sie sind zu nett, Partner. Mit diesem Prime-Kern wird unsere Anlage neue wissenschaftliche und technologische Höhen erreichen. Vielen Dank. Wir müssen auf jeden Fall hoch, bevor er den nächsten Prime runterschickt. Ich muss jetzt ein paar Albwischen beeilen. So. Also gut, ich kann hier oben im Weltraum empfehlen, also jetzt haben wir die Waffen ja schon gemeistert, hier auf jeden Fall den Leviator benutzen. Denn der ist nämlich, oder Levitator, genau. Der ist recht cool. Und links benutzen wir einfach mal die Eiswaffe. Machen wir, zack. Denn der ist bei Flugmanövern sehr praktisch. So, gucken wir, wo der Dreadnought ist. Müssen wir auch kurz raussuchen. Boah, das ist 13, 3 bis 15. Das ist natürlich ein Witz. Natürlich direkt hinfliegen. Wo ist er? Da, ab mit dem Turbo hin. Den müssen wir jetzt killen. Das ist echt wichtig, wenn er jetzt noch einen runterschickt wieder, dann haben wir wieder so viel verloren. Das heißt, wir müssen versuchen, den Fallen auszuweichen, die jetzt alle kommen. Es kommen genug Fallen. Leider kann man da nicht mit Schnellreise hinfliegen. Das wäre natürlich sehr cool. Oder kann man? Ich habe gar nicht probiert. Nein, kann man leider nicht. So. Wir gucken nochmal, wie viel braucht er? Noch 12 Minuten, das müssen wir schaffen. Nee, warte mal. Okay, wir sind eine 421 da. Okay, passt doch. So, hoffen wir mal, dass keine Banditenfallen kommen. Piratenfallen. Warnung. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ja, wenn wir rauskommen. Aber mit Glück, wir fliegen, glaube ich, drüber. So, wenn wir den Dreadnought besiegt haben, dann haben wir wirklich nur noch das Ding hier oben. Und der ist natürlich schwer, der Sektor hier. Aber dieser Sektor jetzt schon mal wegzuhaben, ist schon mal sehr cool. Und das schaffen wir, bin ich mir ganz sicher. Warnung. Outlaw Hyperraumfalle. Versuchen wir durchzufliegen, das wäre nicht. Ja, das klappte. So. Ja, hier wird es jetzt gleich ein bisschen spannend. Mal gucken, wie viele Gegner sind. Aber wie gesagt, die rechte Waffe ist sehr cool hier zum. Um die anderen Raumschiffe abzuschießen, die kleineren. Annäherungsalarm. Legion Dreadnought. Hyperantrieb deaktiviert. Warnung. Ja. Dreadnought Verteidigungen aktiviert. Da kommen sie schon. Ich ziemlich gut hier die Waffe. Können wir die fast schon gleich erlegen. Die sind natürlich auch im niedrigen Level jetzt, ne? Weil wir natürlich die anderen Prime schon alle zerstört haben. Wenn man auch dann ein bisschen Hilfe bekommt hier von seinen Mitmenschen, würde ich sagen. Ein paar mehr, ne? Aber. Es werden noch genug davon kommen, deswegen lass uns die ruhig alle wegnehmen. So, und jetzt die. Ups. Da ist noch einer. Egal, wir holen uns erstmal die Dinger hier.
Hyperantrieb derzeit nicht verfügbar. So. Da hinten ist auch noch einer. So. Aufpassen, dass wir nicht geschnappt werden. So, die müssen wir Laser jetzt aber ausschalten. Das sind natürlich sehr nervige Dinger. So. Oh. Gut, wir haben ein paar Gegner müssen beachten, sind so viele. Wir holen mal die Starlink-Funktion dazu. Ah shit. Oder? Ah, kriegen wir noch gut. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Dann bin ich mal raus. Okay. Raus, macht nichts. Nehmen wir den hier. Noch einer erwischt. Ah, komm schon. Ja. Komm schon, die können auch noch. Wir sind ein bisschen um die Raumschiffe kümmern gerade mal hier. Sonst wird das ein bisschen enger alles. Oh. Da ist er. Elite-Typen. Heini mal kurz schnappen. Da ist er. Oh, das ist weg. Alarmbereich des Treadnought verlassen. Hyperantrieb repariert. So. Ich muss natürlich noch so ein bisschen was am Raumschiff kaputt machen. Und gucken, was da noch aufgeht. Seite fliegen. Aber die sind auf der anderen Seite. So. So. Jetzt kommen die Raketen, jetzt können wir gleich reinfliegen. Raketen abschießen drin. So, das war's. Und jetzt geht's da rein. Also, nur noch gucken, wie schwierig das da drin ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich fliege jetzt mal rein. Das werden wir ja sehen, wie lange wir bleiben. So, jetzt ist es so ein bisschen. Wie nennt sich das? Geschicklichkeit. Ja. Würde ich sagen. Oh, das war schlecht. Das darf nicht zu oft passieren, denn sonst sind wir nämlich gleich schon platt. So, hoffen wir, dass wir uns jetzt nochmal aufgeladen kriegen, bevor die nächsten Fallen kommen. Oh, hier vielleicht. Und hier vielleicht. Sehr gut. Oh, gerade nochmal gut gegangen. Wir haben zwar noch ein paar Raumschiffe, aber müssen ja nicht gleich die ersten kaputt gehen. Ah, schlecht. Okay. Komm, repariere dich nochmal schnell. Bitte. Oh. Ah. Warte. Genau aufpassen, es wird auch genau. Oh. So. Leider können wir hier drin natürlich nicht unsere Hilfe holen.
Aber eigentlich geht's immer. Es ist gar nicht so schwierig. Ich muss nur aufpassen, die Dinger gehen ja nach hoch und runter. Jetzt sind sie darüber geflogen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Und? So, du Spacko. Wie fällt dir das? Wir müssen natürlich das Loch finden hier. Da geht's raus. Immer der grün leuchtet. Puh. Komm raus hier. So. Sehr gut. Also, der Dreadnought ist jetzt weg. Für uns natürlich super. Tja. Gut, Jet besiegt, alle Piloten erhalten einen Fertigkeitspunkt, was natürlich sehr cool ist. Und jetzt können wir nochmal unsere Karte gucken, denn jetzt seht ihr, jetzt ist das hier befreit. Hier kann jetzt einfach nichts mehr landen und unsere Leute können das auch selber besiegen. Jetzt müssen wir natürlich den Dreadnought noch hier haben. 14 Minuten, wir gucken mal, ob wir es schaffen, dahin zu fliegen noch. Dann haben wir das nämlich auch erreicht. Oh, ist das ein schon weiter Weg. So, Schnellreise. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das so gut klappte gerade. Können unsere Raumschiffe natürlich gleich nochmal wieder heilen. Auf dem Planeten. Aber dann sind wir schon ziemlich weit gekommen. Immer besser vorbereitet. Auf das neue Update, was kommt. Bin gespannt. Ich hoffe, das ist eine richtig coole, auch etwas längere Kampagne. Das wäre ein Highlight. Ich hoffe. Wir haben ja schon 94 Teile da oben. Die Elementarkern oben brauchen wir allerdings auch. So, wir haben den schon lokalisiert. Das ist ja super. Die brauchen wir definitiv da oben, die Kerne, denn diese Kerne brauchen wir, um auch die Mods zu verbessern, beziehungsweise wir können mehrere Mods zusammen verschmelzen, um einen höheren Mod zu bekommen. Und das werden wir natürlich tun. So, fliegen wir mal hin. Der ist ein bisschen weit weg. Aber egal. Was ist denn das für ein Prime da? Was da? Nö. Gut. Gucken wir da. Jo. Also Kohle und Geld muss man sich gar keine Sorgen machen. Wenn man erstmal ein paar Planeten erobert, kriegt man sehr viel Kohle. Und man kann natürlich auch Verbesserungen machen. Also wir haben ja hier, in der Equinox können wir natürlich Verbesserungen machen. Hier könnten wir noch was machen. Da müssen wir natürlich ein paar Hütertürme noch freischalten. Ist aber nicht das Problem, denn auf den verschiedenen Planeten gibt es ja die Hütertürme. Das machen wir auch noch. Aber heute ist erstmal nur dran, die Primes zu erledigen und die ganzen Dreadnoughts aus unserer Sternkarte zu verbannen. Wie man sieht, haben wir nämlich nur noch den einen da. Hier haben wir keine mehr, da haben wir keine mehr. Da ist wieder einer. Aber das macht nichts. Den müssen wir als nächstes dann besorgen, weil die tauchen ja immer wieder auf irgendwann. Ne? Aber das ist so. Feindliche Outlaws entdeckt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie auf 100% kommen. Und das klappt natürlich am besten, wenn wir die Dreadnoughts natürlich zerstören. Damit sie keine Primes mehr legen können. So. Vielleicht können wir den anderen Dreadnought nachher auch direkt besiegen, ohne nochmal ein Prime legen zu müssen. Jetzt legt er in 5 Minuten ein Prime, das wird natürlich dann nichts werden. So, komm. Schwein. Oh, hier müssen wir schnell fliegen. So, da hinten läuft er rum. Da hin. Wo ist er denn? Wo hat er sich versteckt, der Gute? Da, ich höre ihn noch schön. Sehr gut. Triebwerk aus. Guten Abend. So, das wird ja nicht so toll. Das ist natürlich. Komm. Da, es öffnet sich. Auf die Gesichtsplatte ziehen. Information. So, wollen wir laufen. Ich bin schon dran. Da, hier Mr. Lombardi. Dann seine Sarah gelassen. Schießt denn auch nicht. Er versucht zu fliehen. So. Schnell, hinterher. Ja, hinterher. Bevor er weg ist. So, er läuft natürlich zum Turm da hinten. Und hier müsst ihr aufpassen. Also, weil jetzt ist der Turm, der ist ja schon besessen. Das heißt, da sind schon Gegner. Stört aber nicht. Ihr fliegt einfach hinterher. Und wartet kurz. Und alle Gegner werden sterben, die rundherum sind. Wenn er das Ding da aufgesaugt hat.
Oh, warte. So, seht ihr? Natürlich sind die alle für uns. Was sehr cool ist. Schnell weg hier. Das erste Mal, wo ich gegen die gekämpft habe, bin ich natürlich nicht geflohen. Weil ich nicht wusste, was soll ich hier machen, und bin natürlich da stehen geblieben. Was ja dumm war. Ja, sofort gestorben. Er versucht dich anzuvisieren. Weiche seinen Laserangriff aus. Oh. Nein, oh. Was? Das ist perfekt, genau das wollten wir. Ja, wir sammeln dauernd eine Frage. Ich will diesen Kern noch haben. Los, da ist er. So, den nehmen wir noch mit. Wo wir irgendwo hin können, irgendwas in der Nähe ist. Da. Und flattern nochmal schnell dahin. Die Mods gucken wir uns gleich, glaube ich, gleich auch nochmal an. Springerschwarm entdeckt. Ja, was immer die sehr Form, nervig. Kann nicht gut sein. Wir aber wir haben jetzt keine Zeit, um sich um. Wir haben jetzt keine Zeit, mehr auf deiner Karte. Die Luft ist rein. Uns um diese Springer zu kümmern. Deswegen. Gute Nachrichten. Wir haben gerade eine Elektrum-Lieferung von unseren Prospector-Freunden erhalten. Natürlich sehr cool. Wir kriegen natürlich die ganze Zeit Lieferung, weil wir ja so viele Stationen auf den verschiedenen Planeten gebaut haben. Deswegen, wie gesagt, ist das, was ich meine. Man braucht sich wirklich nicht um die Kohle zu kümmern. Es gibt natürlich Sachen, die kosten viel. Das kostet auch mal irgendwas auf einmal 5 Millionen. Ach nö, komm. Hab ich nicht gerechnet. Das richtet mächtig Schaden an. Weiter so. Komm, da holen wir uns die Hilfe dazu, dass es schneller geht. So, warte mal, müssen wir mal kurz die andere Waffe holen, ja? Oh, die Feuerwaffe. Eine wichtige Leistung, Mann. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh, Salik, stets ein Vergnügen. So, reparieren wir unsere Schiffe. Bestätigt. Wir machen uns umgehend an die Reparatur Ihrer Schiffe. Sie sind zu nett, Partner. Mit diesem Prime. So, mal gucken, auf die Karte gucken. Haben wir hier einen Dreadnought, der hat 18 bis 20. Ist natürlich ein bisschen schwerer als die anderen, aber wir müssen trotzdem versuchen, den zu besiegen. Der ist 8 bis 10, guck mal, der wird gleich ein Prime lossetzen in 30 Sekunden und dann wird er auch dadurch stärker werden, ne? Aber egal. Wir fliegen jetzt mal zu dem hier. Unsere Anlage neue wissenschaftliche und technologische Höhen erreichen. Vielen Dank. Da ist er schon, da oben, das sehen wir noch. Da ist er schon. Dann bin ich wohl raus. Obwohl, das ist er, glaube ich, gar nicht, oder? Das wäre zu dicht dran. Das ist so eine Basis von, genau. Wir müssen ja dahin, also das ist von den anderen. Aber ist auch nicht so weit weg. Wir direkt hinfliegen mal. Und dann werden wir den auch nochmal versuchen einzunehmen. ...84% haben wir schon. Die 100% knacken wir wahrscheinlich nicht heute. Unsere Messungen zeigen, dass ein neuer Legion Prime in Atlas eingesetzt wird. Ja, das ist jetzt der andere, der gerade gelandet wurde, ne? Gelandet ist, ne? Da können wir aber nichts machen. So schnell wären wir nicht dahin gekommen. Das Gute ist, wir könnten natürlich jetzt hin, gleich hier nach zum anderen Dreadnought fliegen, den zu killen. Versuchen, den zu zerstören. Aber wisst ihr, wir wechseln nochmal schnell die Waffe hier auf die. Die ist ziemlich gut dafür. Oh, aufhören. Fliegt dahin. Also das Spiel an sich
meint man immer so, hat gar nicht so viele Herausforderungen, aber ich finde schon eine, die Hauptstory ist ziemlich cool. Und wenn jetzt nochmal mehrere Kampagnen dazukommen, wäre es richtig geil. Also man kann ja unendlich viele Welten bauen, das muss man ja einfach mal vor Augen halten. Was Ubisoft dann daraus macht, weiß ich nicht. Oh, hier, das kommen die, das sind die bisschen nervigeren Fallen. Kann ich euch nur empfehlen, trotzdem rauszufliegen, weil wir wollen nicht erschnappt werden. Okay. Aber jetzt kann ich euch zeigen, wie das ist, wenn wir gegen die kämpfen. Vielleicht auch nicht so super stark. Man kann die relativ zügig besiegen. Aber es kostet natürlich Zeit. Und Zeit, die haben wir nicht. So, vielleicht geben sie auch gleich schon auf. Jetzt merken, dass sie keine Chance haben. Anscheinend nicht, aber wir fliegen auch weiter jetzt. Zack. So, den müssen wir auf jeden Fall fertig machen jetzt hier. Annäherungsalarm. Legion Dreadnought. Hyperantrieb deaktiviert. Warnung. Dreadnought Verteidigungen aktiviert. Machen Sie sich kampfbereit. Direkt ins Gemenge. Kann man die relativ schnell besiegen. So, jetzt kümmern wir uns mal um das Raumschiff wieder. Ich wüsste, wo das ist. Oh Gott, es ist verschwunden. Alter. Gut, so. Jetzt mal die Dinger oben am Dach ausschalten. Was am Ende ist da eigentlich schon mal. Machen wir uns mal. So. Okay, jetzt ist er schon relativ weit gekommen, weil das Ding ja nicht so stark war mehr. Okay, wird ausgeschüttelt und rein geht's da. Eindringen ist erforderlich. Was machen wir? Muss man sich nicht kümmern, man muss sich direkt reinfliegen. Ja, Hauptsache man berührt nichts. So. Die sind ja, wie gesagt, immer noch relativ einfach. Wird natürlich immer ein bisschen schwieriger und das wird auch teilweise immer ein bisschen schneller. Das kriegen wir hin. Die sind ja wirklich echt nicht schwer gerade. Schweren kommen ja erst noch. Obwohl, das ist nicht so schwer wie der letzte Dreadnought, ne? Bin ich auch früh gefreut. Feind erledigt! Feind erledigt. Draußen machen sie wahrscheinlich noch irgendwie ein paar schöne Intermezzos.
kritisch. Ja, was? Du glaubst, du hast gewonnen? Du hast bloß dein Schicksal besiegelt. Der Reaktor ist fest und wird ein Grab. Trefft sie nochmal! Hier können wir leider unsere Leute nicht dazu holen. Aber, wie gesagt. Ah. Au. Passen. Na, schon mal rüber. So. Da ist schon Ausgang. Ah, oh, Mann. Diesmal fliege ich gegen diese blöde Mauer. Das fehlt mir echt oft. So, raus hier. So. Captain Jakob. Es kann sein, dass wir ihn jetzt noch ein bisschen besiegen müssen, weil der fliegt wahrscheinlich hier draußen rum. Auch das ist nicht schlimm. Das Glück ist, man auch mich auf die anderen trifft. Einer weniger. Oh. Komm her. So. Das war's. Und wenn wir auf die Karte gucken, haben wir alles befreit. Müssen wir natürlich den Prime noch holen. Aber bevor wir das machen, setzt nämlich schon den nächsten Prime gleich rauf auf dem Dings, was natürlich scheiße ist. Müssen wir doch wahrscheinlich erst den Prime erlegen. Wo ist der? Wieder, hab ich jetzt auf die Karte gesetzt jetzt? Den Punkt? Ja. Okay. Komm mal hin. Geh kurz hin. So. Bin ich mal gespannt. Ist ein recht relativ easier Prime, wenn der nur Level 14 ist. Wird wahrscheinlich so zweite Stufe sein, behaupte ich mal. Können wir relativ schnell besiegen. Aber man sieht, sobald die Primes unten sind, geht auch das mit 100% erreichen, nicht? Einer unserer Verbündeten hat den Prime auf Ashar. Das wollen wir auf jeden Fall. So, der Prime wurde schon entdeckt. Natürlich gucken, wo der ist, der Spacko. Wir müssen natürlich auch die, nicht nur den Prime besiegen, sondern auch das ganze Ding einfach mal erstmal ein bisschen befreien von dem ganzen Kram. So. Oh, so weit ist er gar nicht weg. So. Hier ist Smog, das heißt, wir werden abstürzen gleich. Vielleicht können wir das auch noch schaffen, ein bisschen. Ja. Oder nicht. Es schüttelt sich ein bisschen. So, der Prime ist nicht so stark. Die Gegner hier auf dem Planeten sind auch nicht so stark, weil sie sich noch nicht so weit entwickelt haben, beziehungsweise dass sie Anfangsplaneten sind. Hui. Es wird ziemlich warm. So, wir hören ihn schon. Da ist er. Warnung, Legion-Verstärkung im Anmarsch. So. Feind erledigt! Ich verbrenne! Schnell! Auf den Kopf zielen, bevor er sich erholen kann! Davon! Information geht! Yippie! Das wird lustig! Ah. Wir verfolgen ihn hier. Ich werde beschossen! Ja, schön, das war ich.
wollte ich gar nicht beschießen, aber. So. Gut, dass wir kaum ein Leben noch haben. Zu dieser Anlage. Tun Sie etwas. Bitte, schnell. Oh. Mein Gott. Alarm. Unsere Messungen zeigen, dass ein neuer Legion Prime in Atlas eingesetzt wird. Ja, die landen und dauern hier. Das ist so nervig. Das ist wirklich schwierig, dagegen anzugehen. An, ist ja schon gleich eine Mission. So, jetzt wollen wir auch alle platt machen hier. Es ist soweit. Du näherst dich jetzt dem Fall. Viel Glück. Den machen wir mit. Hier. Oh, wieder hoch. Also. Oh, den kriegen wir auch so noch hin, ohne dass er irgendwas machen kann. Hier ein bisschen mehr überobern, damit man auch 100% bekommt. Raus damit. Und haben wir irgendwas in der Nähe, wo wir hin können? Guck mal, perfekt, da gehen wir hin. Bin eh gerade angegriffen. Noch ein bisschen beschützen. Machen wir sie. Haben wir schon alle selber beschützt? Nee, irgendwie geht ja. Unser Observatorium wird beschossen! Zur Hilfe, bitte! Auf der anderen Seite die Spinne. So. Jawohl! Box 1, böser Kerl 0. So. Endlich ein intelligentes Wesen. Ich hab schon gedacht, es gibt auf dieser Welt keine. Was ja. Man mit einem Prime-Kern alles macht. Sehr nervig, die Leute. Aber nicht so viel machen. Und wir nehmen den nochmal ein hier. Und sie schenken mir ein. Ich bin gerührt, Partner. Einfach das nur, damit wir noch ein bisschen mehr. Voranbringen. In die Richtung. Wir noch ein bisschen mehr entdecken können auf dem Planeten. Machen wir jetzt auch noch schnell. Supi. Schon. So. Die Waffe richtet mächtig Schaden an. Weiter so. Das ist jetzt die Chlorop, was ihr die schon gesehen habt, die sind jetzt auch neu. Das können wir mal rausholen. Empfehle seine Energiezelle zu entfernen, um zu deaktivieren. Oh, so weit. Ah, komm schon. Ah, Mist. So. So. Jetzt können wir. Es wird ziemlich warm. Das aber abschießen. Der Sprengstoff ist kaputt. Und den müssen wir auch nochmal rausholen, ja? Jetzt. So, weg damit. Und dann bauen wir uns hier was hin, was Schönes. So, Observatorium. Wir bauen mal ein Arsenal auf. Alles klar, Leute, machen wir das Arsenal. Damit die beschützen dann unseren Planeten sozusagen. Und was sehr praktisch ist. Dann ist die Chance, dass da so viele Gegner kommen, auch nicht mehr ganz so hoch. So, können wir auch so größer. Starlink an Deck.
Was hat uns gefallen, was? Aber egal. Sich neue Guardians. Arbeiten Sie weiter mit uns. Und wir sind bald das stärkste Arsenal hier. Wir erhöhen den noch um einen. So. Außenposten verbessern. So. Okay, kostet richtig viel Asche. Gefüllt. Und viele auch Kerne, aber egal. Kämpfern, die der Planet zu bieten hat. Aber sie beschützen den Planeten, das ist schon mal sehr gut. So, fliegen wir mal in den Himmel wieder. Frage, was wir machen. Holen, also jetzt holen wir uns den Dreadnought mit gleich als erstes. Ich würde sagen, ja. Einfach aus einem einfachen Grund. Auch wenn er noch einen Prime absetzen will, kann er, beziehungsweise kann er keine Primes mehr absetzen. Deswegen zerstören wir den jetzt einfach. Machen wir jetzt. So, fliegen wir aber schnell hin. Und dann, glaube ich, ist es auch die letzte Tat für heute, den Dreadnought auch rauszuholen. Genau. Also ich kann euch mal zeigen, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Mods gehen, die kann man zum Beispiel verbessern, indem man sagt, man will die Waffenmods ein bisschen machen, geht man hier rein. Kann sich dann natürlich hier verschiedene Sachen angucken und kann dann sozusagen, wenn man jetzt hier was nimmt, könnte man die hier zum Beispiel fusionieren. Ich habe jetzt 7 Stück von denen zum Beispiel und sage X fusionieren, kostet mich ja 3000 und so einen Elementarpunkt, sage ich ja, schon habe ich dann ein neues lila Ding. Das kann man natürlich mit allen machen, was natürlich sehr cool ist. So, fliegen wir erstmal weiter. Aber das machen wir nochmal ganz in Ruhe in einer Folge, wo wir nur uns mit Mods beschäftigen, würde ich sagen. Unsere Expeditionsverbündeten haben eine Ladung Verbesserungen geliefert. Oh, neue 6 Mods, cool. Ist auch ganz gut. Wie gesagt, ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten am Planeten was zu bauen. Entweder baut ihr Mods, baut ihr... Legion-Hyperraumfalle im Anflug. Ja. Entweder baut ihr die, die Observatorium, die alles entdecken können. Oder ihr baut eine Werkstatt, oder ihr baut ein Arsenal für die Dings. Oder ihr baut halt so welche, die Mods halt bauen. Und kann man auch beliebig oft, also dreimal hochschrauben, sodass es echt sich lohnt. So. Machen Sie sich kampfbereit. Jawohl! Fox 1, böser Kerl 0. So. Mehr jetzt hier, aber noch ist der Dreadnought ja nicht so stark. Also. So, jetzt können wir uns um das Ding da oben. Freut er sich? Captain Gerald Fax freut sich natürlich nicht. Wir haben die Lasergeschütze aktiviert. Ausschalten. Gut, weiter so. So, wie mal auf hier. Oh. Peppy dazu. Information geben. Hier ist Peppy. Alle Systeme auf grün. So. Ja. Viele. Netter Versuch.
außer Atem. Jetzt auf die andere Seite. Gehen wir kurz mal hin. So, jetzt können wir wieder rein. Der Raketenwerfer, das ist unser Weg hinein. So, Eindringen ist jetzt möglich. So, mal gucken, wie schwierig dieser Part hier ist bei dem. Ganz vorsichtig. Viel hier. Ah, guck mal. Das ist auch schwierig, sehe ich auch gerade ein. Ah. So, aber gerade noch geschafft. Und da raus. Los. Raus hier. Perfekt. Denker, das ist natürlich auch ein Prime. Aber wir haben hier, glaube ich, keine Dreadnoughts mehr. Das ist natürlich cool. Aber dieser Prime hier, der macht uns noch ein bisschen zu schaffen. Und sollte man sich auf jeden Fall noch schnappen. Kann sich ein bisschen egal sein eigentlich. Im Kampf kann man natürlich nicht einsetzen alles. Jawohl! Fox 1, böser Kerl 0. Können wir direkt hinreisen. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen das mal für heute. Vielen Dank, falls ihr zugeschaut habt und euch das so ein bisschen interessiert hat. Wir werden es auf jeden Fall weiterspielen, aber weiß nicht, wann es wird. In den nächsten Tagen definitiv. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.